Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Hearthstone. Dieses Mal ein bisschen besonders, denn wie ihr sicherlich mitbekommen habt, ist die neue Erweiterung gespalten im Altaragtal draußen. Deswegen habe ich mir jetzt Folgendes gedacht. Es gibt jetzt ein kleines Intro von mir, da sind wir jetzt schon mittendrin. Dann möchte ich mit euch einfach mal die neuen Karten quasi diskutieren. Das heißt, es wird anders sein wie die letzten Male. Ich werde nicht die Packs öffnen und mir dann die Karten anschauen, sondern ich bin in der Sammlung, schaue mir die Karten der Reihe nach an. Dadurch kann ich vielleicht auch schon ein bisschen was zu der gewissen Strat-Änderung oder sowas sagen. Und wenn wir dann alle Karten durch sind, wird das entweder noch das Pack-Opening hinten dran gehangen, aber ich denke, ich mache ein anderes Video dazu. Sprich, in diesem Video geht es jetzt tatsächlich nur darum, die Kartendiskussion. Also sprich, ich möchte mal die Karten mir anschauen und einfach vielleicht, wenn ihr Interesse habt, meine Meinung zu hören von den Karten, welche ich stark finde, welche schlecht, welche Strat vielleicht möglich ist, was ich ändern könnte in der Meta oder alles Mögliche, dann ist es genau die richtige Folge. Ansonsten, wenn ihr fürs Pack-Opening da seid, kommt auf jeden Fall noch ein weiteres Video dazu. Das wird dann quasi laufen, dass ich jetzt erstmal dann im Pack-Opening die Packs relativ schnell öffne, dann vielleicht auf die legendären Karten ein bisschen eingehe, vielleicht dann ein paar Ideen dazu sage, das wird dann relativ schnell durchgezogen. Dann zieht sich das auch nicht ganz so lange. Und dann wird natürlich erstmal der Deckbau mit den gezogenen Karten und dann letztendlich wieder Ranked gespielt. Sprich, in der Folge Kartendiskussion, Karten anschauen. Ich finde das in der Sammlung ein bisschen angenehmer, als dann online nachzuschauen und jede einzelne Karte. Außerdem möchte man ein bisschen die Spannung haben, nicht gespoilert werden. Finde ich zumindest. Deswegen legen wir doch gleich mal los mit den ersten Karten, und zwar vom Dämonenjäger. Wir haben hier die Schreckenskerkerkleve, schöner Name. Ehrenhafter Sieg, fügt dem feindlichen Helden Schaden zu, der dem Angriff eures Helden entspricht. Gleich erste Karte und neues Sprichwort oder Schlagwort. Das Schlagwort ehrenhafter Sieg bedeutet, wenn du genau den Gegner so killst, dass es von seinem Leben zu deinem Angriff passt. Anders gesagt, du hast deine Waffe mit einem Angriff. Killst du einen Diener mit einem Leben, hast du einen ehrenhaften Sieg. Wenn du jetzt zwei Angriffe hättest und er hätte ein Leben, ist es kein ehrenhafter Sieg. Das heißt, du musst ihn schon genau auf seinem Leben treffen. Anders gesagt auch nochmal, wenn ihr euch vielleicht daran erinnern könnt, im wilden Modus gibt es bestimmt auch noch ein paar Karten mit dem Overkill oder so. Ich weiß nicht, wie es genau hieß. Überwältigen, glaube ich. Irgendwas war das. Da hast du, wenn du mehr Angriff hattest als der Gegner Leben, ist es passiert. Und das ist jetzt genau gleich, eine ähnliche Mechanik zum Beispiel. Fügt dem feindlichen Helden Schaden zu, der den Angriff eures Helden entspricht. Okay, sprich, ich mache die Waffe auf 6-3, kill einen Diener mit 6 Leben und der Held bekommt 6 Schaden. Das ist eine schöne Waffe. Feld des Kampfes. Eure Diener haben bloß einen Angriff, hält 3 Züge lang an. Das ist auch eine sehr interessante Mechanik. Ihr habt quasi eine Karte, die ihr aktiviert, die mehrere Züge lang gilt. Auch nicht schlecht. Kampferprobte Vorhut. Beschwört Teufelsschwingen 1-1, nachdem euer Held angegriffen hat. Okay. Hier rechts sehen wir immer noch die Seltenheit, gewöhnlich etc. Hier war es eine seltene Karte. Teufelsschwingen 1-1, ja. Auch nicht so schlecht, aber ich glaube jetzt auch nicht wirklich gut. Flaggenträgerin. Erhält jedes Mal einen Angriff, wenn ein befreundeter Diener stirbt. Okay. Würde dann mit der kampferprobten Vorhut hier passen. So eine Art Token-Dämonenjäger könnte ich mir jetzt mittlerweile vorstellen. Mit den Karten jetzt alleine muss man natürlich schauen, ob andere noch dazu passen. Viele kleine Diener. Fettes Board, also viele Board, wenig große Diener. Und dann ein bisschen Aggro spielen. Ja, könnte man machen. Flankenmanöver. Beschwört einen Dämon 4-2 mit Eifer. Beschwört einen weiteren Dämon, wenn er in diesem Zug stirbt. Das ist relativ gut, wenn man ein bisschen Control-lastig spielen möchte. One-Turn-Kill könnte, wobei es halt auch nicht wirklich passt. Eigentlich auch eher für ein Aggro-Deck als Removal gedacht, finde ich. Aber nicht schlecht. Du musst ihn halt einfach opfern. Du musst deinen 4-2er opfern und bekommst dann noch einen 4-2er. Das ist für 4 Mana definitiv gut. Kettenwächterin, Spott. Kampfschreie hält plus 1-2, wenn ihr einen Dämon auf der Hand habt, der mindestens 5 kostet. Okay. 3
Achter, wenn ihr einen Dämon mit 5 Leben, mit 5 Mana-Kosten habt. Mhm. Erste epische. Beschwört zu Beginn eures nächsten Zuges einen zufälligen Dämon aus eurer Hand. Ja. Sind wir klar, für wen das eigentlich erstmal gedacht ist, wenn ich jetzt gerade noch nicht gesehen habe? Für den Illidari, glaube ich, heißt er doch. 8 Mana, 8-8 Eifer. Carrier Teufelzähle oder Carrier Teufelzähle. Kampfschrei. Verwandelt sich in eine Kopie 6-6 eines Dämons in eurem Deck. Okay. Gibt es auch viele Möglichkeiten. Man kann ihn. Oder man kann sie eben auch für den Illidari benutzen. Wenn wir schon ein paar Dämonen hier in der Erweiterung sein. Ansonsten muss man auch mal wegen zusammenklicken. Dämonenjäger bin ich jetzt nicht so drin. Dämonenspalter Kurtrus, ein Held. Kampfschrei beschwört zwei Dämonen 1-4 mit Eifer. Wird durch eure Heldenangriffe in diesem Spiel verbessert. Heldenfähigkeit plus 2 Angriffe in diesem Zug erneut einsetzbar, nachdem ein befreundeter Diener angegriffen hat. Das ist heftig. Wenn ihr für einen Mana bekommt ihr 2 Angriffe, ist schon mal gut. Erneut einsetzbar, nachdem ein befreundeter Diener angegriffen hat. Jetzt überlegt mir, ihr habt 7-1-1, ja? Greift mir den an, habt ihr hier 14 Angriff. Beziehungsweise habt dann sogar 16 Angriff. Und jetzt 8 Mal insgesamt. Einmal und dann nochmal 7 Mal angegriffen sind 8 Mal 16 Angriff. Ja gut. Das könnte eine interessante Variante werden. Urzulriese, 13 Mana, gut, wird vergünstigt, kostet 1 weniger für jeden befreundeten Diener, der in diesem Spiel gestorben ist. Das heißt, der Dämonenjäger spielt hier ein bisschen auf kleinere, entweder auf kleinere Dämonen oder hier für den One-Turn-Kill vielleicht noch irgendwie ein paar passende Karten oder den Illidari. Erstmal nicht schlecht, gefällt mir. Gut, dann zum Druiden. Eisbeißermine einnehmen. Wählt aus, zieht eure Karte mit den niedrigsten Kosten oder zieht eure teuerste Karte. Okay. Blauenzorn-Adept. Kampfschrei verleiht allen anderen befreundeten Charakteren einen Angriff in diesem Zug. Auch bitte für ein Token-Deck gar nicht mal schlecht. Mhm, aber nur in diesem Zug halt. Aber dafür auch 2 Mana, 2-3er Body, Wildtier, passt. Frostwolfzwinger, die hat man glaube ich schon bekommen, wenn man die Quest gemacht hat. Ruft am Ende eures Zuges einen Wolf 2-2 mit Verstohlenheit dabei, hält 3 Züge an. Also bekommt es insgesamt 3 2-2er Wölfe mit Verstohlenheit. Herz der Wildnis, verleiht einem Diener 2-2 und verleiht dann euren Wildtieren 1-1. Wildtier, okay. Stolzsucherin. Kampfschrei, eure nächste Karte mit Welt aus, kostet 2 weniger. Gibt es, glaube ich, nicht so viele Weltauskarten, aber wenn man Weltauskarten im Deck hat, überlegt mal die für 6 Mana 3 Karten ziehen oder 2 Mana, weil er weiß jetzt ganz, nicht ganz genau, wie sie heißt. Macht der irgendwas? Aber gut, auf jeden Fall. Kann man dann früher Karten ziehen oder sich Mana-Kristalle holen? Könnte in dem Mana-Druiden eventuell eine Rolle spielen. Wegbereiterin. Kampfschrei wirkt die andere Option eures letzten Zaubers mit Welt aus. Okay, also Welt aus-Deck gibt's wieder wahrscheinlich ein bisschen mehr. Kommandant Malverick. Eifer, eure Diener haben ehrenhafter Sieg. Ruft einen Wyvern 2-2 mit Eifer herbei. Eifer, eure Diener haben ehrenhafter Sieg. Eigentlich gut. Ja, muss man auch mal testen. Terrorfrostwolf, Verstohlenheit. Todesröcheln ruft einen Wolf 2-2 mit Verstohlenheit dabei. Für die Wildtiere hier oben. Ist auch nicht so schlecht vom Body her. Verstohlenheit und Todesröcheln für 4-4. Kann man machen. Gaff des Wildherzens. Kampfschrei. Setzt eure maximales Mana auf 20. Erhaltet einen Mana-Kristall, zieht eine Karte. Okay.
Das ist auf jeden Fall ein heftiges Control- oder halt Mana-Druiden-Deck. Man muss dazu aber sagen, dass es relativ schwer kombinierbar ist. Du musst theoretisch, wenn du es mit dem Zauber kombinieren willst, dass du die Mana-Kristalle beider Spieler auf 1 setzt, musst du erstmal die Mana-Kristalle reduzieren, dann wieder auf 5 Mana dich hochpushen, um ihn dann zu spielen und dann auf 20 Mana zu pushen. Das ist meistens dann eh schon egal, weil du dann eigentlich schon gewonnen hast. Aber was er natürlich gut macht, du brauchst dadurch die Rücksetzung auf einen Mana, glaube ich, nicht mehr unbedingt im Deck. Denn wenn du ihn für 5 Mana spielst und dann dir schön Mana-Kristalle generierst, hast du auf jeden Fall irgendwann im Match 15 bis 20 Mana-Kristalle. Wenn der Gegner 10 hat, hast du 2 Züge. Musst natürlich auch dementsprechend Karten generieren, aber wenn du eh große Karten im Deck hast. Er wird interessant sein. Ich glaube nicht, dass ich ihn unbedingt spielen will, aber ich hätte mal gerne so ein, zwei Matches gegen ihn und würde dann mal auch gut kassieren. Zu schauen, wie denn die Mechanik mit ihm umherum ausschaut. Frostzähler-Materialien. 7 Mana. Spott kostet 1 weniger für jedes Wildtier, das ihr in diesem Spiel herbeigerufen habt. Auch typische Karte. Sprich, 7 Wildtiere ist die kostenlos. 4, 5, top. Muss man halt schauen, wie viele Wildtiere man wirklich gut spielen kann als Druide. Gehen wir zum Jäger. Blutsucher, ehrenhafter Sieger, hält plus 1/1. Okay, den Zweier-Diener killen, dann den Dreier-Diener killen, den Vierer-Diener killen, den Fünfer-Diener killen. Und dann hast du immer genau 2 Leben. Wenn du angreifst, wäre das jetzt 2-1, bekommst du 3-2. 4-3, beziehungsweise 4-2 dann, 5-2, das heißt, du bleibst immer auf 2 Haltbarkeit. Weil du verlierst ja trotzdem eine nach dem Schlag. Aber interessant. Kannst quasi mit der Waffe komplett das Board verteidigen. Musst natürlich auch Glück haben, dass der Gegner dementsprechende Leben, Diener hat, die entsprechende Leben haben. Bunker von Dunbaldar. Zieht am Ende eures Zuges ein Geheimnis und setzt die Kosten auf 1. Hält 3 Züge lang an. Ja. Normalerweise kosten die Jägergeheimnisse 2 Mana, das heißt, du ziehst 3 Geheimnisse am Ende des Zuges, musst dich nicht drum kümmern, sie zu ziehen. Ja. Und sie kosten 1 statt 2. 3 Mana gespart, 2 Mana ausgegeben und du ziehst 3 Geheimnisse. Coole Karte für den Geheimnis, Hunter, definitiv. Frostfalle, neues Geheimnis, oder? Ja. Wenn euer Gegner einen Zauber wirkt, lasst ihn stattdessen auf seine Hand zurückkehren. Er kostet 1 mehr. Bedeutet also, dass es eigentlich, und das ist jetzt wirklich krass gesagt, der Konter gegen Seelenzerreißung und Schlussverkauf. Ihr baut euer Board auf, spielt die Frostfalle. Der Gegner hat 4 oder 5 Mana, will euer Board removen. Schaut in den Ofen und du hast eine Runde Zeit, ihn zu killen. Und das ist meistens das gewesen, was man gebraucht hat, als Jäger oder auch als Druide. Ist eine Runde, wo man vielleicht mal das Removal vom Gegner blockiert. Und das ist genau die Karte. Starke Karte. Muss man nur halt im richtigen Moment droppen. Weil wenn er dann irgendwie bloß die Münze wirkt, schlecht. Tier wiederbeleben. Entdeckt ein befreundetes Wildtier. Wobei, man kann es auch andersrum sagen. Es ist der Gegenzauber für den Jäger, nur dass er einen Mana weniger kostet und den Zauber nicht blockierst, sondern ihn um 1 teurer machst und auf die Hand zurückgibst. Ja, wie schon gesagt, als Aggro-Deck würde mir das persönlich reichen, eine Runde schneller zu sein. Ja, ansonsten, ja, Gegenzauber nur ein bisschen anders. Tier wiederbeleben. Entdeckt ein befreundetes Wildtier, das in diesem Spiel gestorben ist und ruft es herbei. Sehr schön, auch das ist eine geile Karte. Hab schon wieder Bock auf Jäger, wenn ich das so sehe. Damit kannst du dein Nashorn wiederbeleben. Ja, Nashorn wiederbeleben. Damit hast du hier halt schon wieder ordentlich viel Damage. Also das gefällt mir ganz gut, auch mit dem Bunker von Dunbaldar. Schon so meinen Favoriten gefunden bis jetzt. Widderzähmerin, Kampfschrei erhält 1/1 und Verstohlenheit, wenn ihr ein Geheimnis kontrolliert.
Okay. Alle zuschnappen lassen. Fügt einem Diener 3 Schaden zu und bringt ein Geheimnis aus eurem Deck ins Spiel. Ehrenhafter Sieg bringt 2 Geheimnisse ins Spiel. 2 Geheimnisse wären gut. Eins wäre ein bisschen wenig, aber trotzdem nicht schlecht. Du kannst ein Board Removal machen. Auf einen Spot am besten. Du bekommst 2 Geheimnisse, darunter wahrscheinlich die Frostfalle. Und kannst dann Face. Ja, doch. Sturmlanzenkampf wieder. Eifer, Todesurteil, euer nächster Wildtier. Und euer nächstes Wildtier kostet 2 weniger. Ja. Das heißt, du spielst ihn theoretisch für 2 Mana. Wenn du dann noch ein Wildtier hast auf der Hand. Also 2 vergünstigst, ja. 2 günstiger geworden. Das heißt, du könntest mit 5 Mana, 6 Mana, 7 Mana, 7 Mana das Nashorn und den Sturmlanzenkampf wieder spielen. Hm. Aber er ist auch definitiv nicht schlecht an sich. Bestienjäger Tevish. Kampfschrei entdeckt 2 verbesserte Geheimnisse und bringt sie ins Spiel. Ruft einen Tierbegleiter herbei. Heldenfähigkeit. 3 Mana. Hm. Nicht schlecht, wenn man auswählen darf. Ist halt für Geheimnisjäger. Bergbär. Spott. Todesurteil ruft 2 Junge, 2 Vierer mit Spott herbei. Wenn Jäger so ein bisschen spottlastig. Hm. Na gut, okay. Wird schon seine Daseinsberechtigung haben. Ob der jetzt für 7 Mana gut gespielt werden kann. Hm. Abwarten. Und Kommandant Ichman. Oder Ichman. Kampfschrei. Ich ruft ein Wildtier aus eurem Deck herbei und verleiht ihm Eifer. Wird wiederholt, wenn es in diesem Zug einen Diener vernichtet. Das ist cool. Das ist auf jeden Fall aber für hohe Wildtiere, also eher für den Bergbär gedacht. Oder den Sturmlanzenwidder. Oder manch andere gute, große Wildtiere. Es könnte auch vielleicht auch einen High Midrange Endgame Jäger geben. Mit der Kommandant Ichman. Ob das jetzt durchsetzen wird? Hm. Aber gut, gehen wir zum Magier. Zitternde Zauberin. Kampfschrei. Verringert die Kosten des Zaubers mit den höchsten Kosten auf eurer Hand um 1. Okay. Mana entziehen. Verursacht 2 Schaden. Ehrenhafter Sieg. Verringert die Kosten von Zauberwachhand um 1. Das ist stark. Verstärkter Schneesturm. Kampfschrei. Eure nächste Heldenfähigkeit kostet 0 und friert das Ziel ein. Okay. Schneemann bauen. Ruft einen Schneemann 3-3 mit Einfrieren herbei. Erhaltet Schneeholing bauen auf die Hand. Okay. So eine steigende Karte. Arkane Bilanz. Brillanz, sorry. Erhaltet Kopien von 4 Zaubern in eurem Deck auf die Hand, die jeweils 7, 8, 9 und 10 kosten. Okay. Valinda Steinbruch, Kampfschrei, zieht 2 Zauber. Tauscht ihre Kosten mit den Werten dieses Dieners. Also es gibt einen High-Mana-Zauber-Magier. Wandelt alle Diener in Schafe. Okay. Magister Dämmergriff. Kampfschrei wirkt einen Zauber jedes Zaubertyps erneut, den ihr in diesem Spiel gewirkt habt. Bisschen random hier. Verursacht 1 Schaden. Habt das Sieg plus 2 Schaden. Rune des Erzmagiers. Wirkt Magierzauber auf feindliche Ziele, die insgesamt 20 kosten. Ui. Feindliche Ziele ist hier sehr wichtig. Ist quasi wieder eine Art Jock. Eisblutturm. Wirkt am Ende eures Zuges einen weiteren Zauber aus eurem Deck. Hält 3 Züge lang an. Ja gut. Es ist halt sehr interessant. Man soll quasi den Magier an sich hat Karten bekommen, die ihn eigentlich extrem pushen, wenn er Control spielt. Also ein Control-Magier, das passt hier mit der Quest auch ganz gut. Bin ich mal gespannt. Dann zum Paladin. Und da habe ich schon die lichtgeschmiedete Cariel. Kommen von der Vorbestellung. Das heißt, die sieht man. Ich weiß nicht, warum man
Alinda Steinbruch nicht sieht, weil die habe ich nämlich auch hier. Und den Eisblutturm. Die goldenen Karten sieht man leider nicht. Woge der Vitalität. Zieht einen Diener und heilt eurem Helden um dessen Kosten. Okay. Haltet die Brücke. Verleiht einem Diener 2 ein zum Gottesschild. Er erhält bis zum Ende des Zuges Lebensentzug. Heftig. Das gibt auf jeden Fall gut Ausdauer gegen Akkodex. Zaidan der Scharlachrote. Eifer erhält jedes Mal doppelte Werte, wenn Angriff oder Leben erhöht werden. Egal wo er sich befindet. Erhält jedes Mal doppelte Werte, wenn Angriff oder Leben erhöht werden. Das ist schon cool. Er ist auf deiner Hand. Du verbesserst seine Werte, dann wird er verdoppelt, oder nicht? Egal, wo er sich befindet. Muss man erstmal in Aktion sehen, aber das könnte eine ganz interessante Karte werden für einen Handbuff-Paladin. Reimbruch-Verteidigerin. Kampfschrei. Zieht einen Zauber, der maximal 3 kostet. Er kostet in diesem Zug 0. Okay. Er hat jetzt nur ein Leben. Aber damit kannst du halt die Brücke zum Beispiel ziehen. Kostenlos. Brücke von Dunbaldar. Nachdem ihr einen Diener herbeigerufen habt, erhält er 2-2, hält 3 Züge an. Du spielst die Brücke von Dunbaldar. Du spielst ihn. Nice Kombi. Kavalier. Kavalleriehorn. Ruft den Diener mit den niedrigsten Kosten auf eurer Hand herbei. Er Todesrücken. Niedrigste Kosten, ja gut. Bei Handbuff Paladin ist es eigentlich egal. Bekommt sowieso was Großes an sich. Buchband Paladin kommt wahrscheinlich in Spott. Ist ein bisschen Gambling, aber auch die Werte 3, 2, 5 Mana, da muss der Diener so 3, 4 Mana kosten, dann ist der komplett wertvoll. Aber du kannst die Waffe halt nur vernichten, wenn du sie wieder abstößt, instant. Aber nicht schlecht. Bisschen zu hoch die Mana-Kosten, aber für den Todesrücken-Effekt definitiv passend. Schützt die Unschuldigen. Ruft einen Verteidigerin 5-5 mit Spott herbei. Ruft eine weitere herbei, wenn euer Held in diesem Zug geheilt wurde. Ist auch relativ simpel. Gerade mit haltet die Brücke und so. So, lichtgeschmiedete Carriel, was kannst du? Kampfschrei fügt allen Feinden 2 Schaden zu. Legt das unbewegliche Objekt 2-5 an. Cool. Seid einem zufälligen Diener auf eurer Hand 4-4 Handbuff Paladin. Muss ich doch nochmal Handbuff Paladin spielen, ha? Wenn ich es hier schon gezogen habe. Messingschwinge. Fügt am Ende eures Zuges allen Feinden 2 Schaden zu. Ehrenhafter Sieg stellt bei eurem Helden 4 Leben wieder her. Okay. Okay. Nicht schlecht. Templerhauptmann. Eifer ruft einen. Ruft eine Verteidigerin 5-5 mit Spott herbei, nachdem dieser Diener einen Diener angegriffen hat. Ja, du greifst mit ihm quasi einen großen Diener an, rufst einen 5-5 mit Spott herbei für 8 Mana. Top. Gut, dann sind wir jetzt mit 5 Klassen durch. Das dürfte genau die Hälfte sein. Wenn ich auf die Uhr schaue, sind schon 20 Minuten drin. Ich überlege gerade, ob ich das auch in Parts aufteile, aber das wird ein bisschen viel. Ich denke, ich mache das trotzdem so, dass ich jetzt dann den ersten Part hochlade und dann kommt morgen der nächste und dann kommen vielleicht nochmal hier die allgemeinen Karten in dem dritten Part, wobei die, glaube ich, wir noch hinten dran hängen beim nächsten Mal. Aber gut. Kommen jetzt ja die nächsten Tage relativ viele Videos an sich. Ich hoffe, ihr nehmt das mir nicht böse, wenn ich sie ein bisschen so kleiner in kleine Häppchen teile. Einfach nur, damit es zum Hochladen auch deutlich schneller geht. Wenn ich es auch ganze Zeit nicht schaffe. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und haut rein.